Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Und ja, was soll ich sagen? Kaum in Nürnberg, schon ist der Bausatz hier. Und zwar präsentiere ich euch den neuesten Streich aus dem Hause Tamir. Und zwar unter der Nummer 35373, den French Light Tank ER35. Enthalten sind vier Spritzlinge plus ein Turmoberteil. Wir haben eine Figur, die enthalten ist, zwei Polycaps, genau zwei Stück nur. Segmentketten sind enthalten. Dann haben wir Deckels 2 an der Zahl, beziehungsweise zwei Varianten. 21 Baustufen und jetzt der Oberknaller, der Preis liegt unter 28 Euro. Ich würde sagen, wir werfen einen Blick in die Kiste, was uns denn hier drinne so erwartet. So, meine lieben Freunde, fangen wir ganz traditionell mit dem Papier an, mit der Anleitung, die Tamiya-mäßig daherkommt. Da haben wir hier in Schwarz und Weiß nochmal das wunderschöne Deckelbild. Dann in vier Sprachen haben wir die Sicherheitshinweise, sehr löblich. Dann die Farben, die benötigt werden. Natürlich die Tamiya-hauseigenen, leuchtet ja auch ein. Und dann hier Werkzeug, Kleber, also wirklich alles, was man für den Bau so benötigt. Und natürlich werden dann hier die hauseigenen Tamiya-Sachen angeboten. Und ich kann sagen, aus zwei Gründen zu Recht. Einmal ist das Werkzeug alles super. Ich habe bis jetzt noch kein doofes Werkzeug gehabt, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und das Werkzeug ist absolut langlebig. So, da haben wir hier Variante A und B. Das sind die beiden Nassschiebevarianten. Dann startet hier der Zusammenbau. Wie immer, denke ich mal, sehr gut erklärt. Hier muss was weggeschnitten werden, da müsste was bemalt werden. Hier werden die Sachen zusammengeklebt. Da kommen die Unterteile, da muss was gebohrt werden. Also ich denke mal, wer das nicht versteht, der sollte mit dem Kunststoffmodellbau aufhören. So, weiter geht das Ganze. Und eine kleine Besonderheit, die zeige ich euch noch. Beziehungsweise die sieht man hier. Da ist so ein kleines Knüppelchen hier, A4. Und wofür wir das links und rechts gleich benötigen, das zeige ich euch mal gleich. Ich habe auf jeden Fall, ganz schön gestaunt. So, dann geht das Ganze hier weiter. So viele Teile sind es ja nicht, kann man schön sehen. Das sollte ein reiner Schüttelbausatz sein, der ja sich wirklich gut verarbeiten lässt. So, und hier kann man das sehen, wofür das Ganze ist. Die schön gemachten Segmentketten, die haben in diesem Bereich hier, nämlich die A17, ein kleines Löchlein. Da kommt das rein, damit die Segmentketten, damit das sichergestellt werden kann, dass auch die richtige Weite hier eingehalten werden kann. Die Teile so stimmt, wer hier Probleme mit dem Zehen haben sollte, das ist wirklich das Orientierungsmittel schlechthin. Und dann sollte das alles von alleine schon zusammenfallen. So, weiter geht das. Dann haben wir hier die letzte Baustufe auf dieser Seite. Das ist das Werkzeug. Wie immer, wer das Werkzeug erst später bemalen möchte, kann das natürlich machen. Das ist immer kein Problem. Das sind ja auch immer nur Vorschläge. So, dann fangen wir mal hier weiter an bei der Nummer 14. So, da werden dann auch die beiden Polycaps verarbeitet. Die brauchen wir für die Kanone, beziehungsweise einen davon. Dann scrolle ich hier mal rüber. Weiter geht das. Ein Mannturm kann man hier schön sehen. Die Größe. Da haben wir auch das mitgelieferte Besatzungsmitglied. Auch das ist immer sehr schön. Baustufe 21. Und dann sind wir mit der Anleitung schon durch. So, Anleitung geht weg. So, und dann haben wir hier ein kleines Zettelchen, der sich Background-Informationen schimpft. Und Tamiya ist wirklich die Firma, die das vorbildhaft macht. Erstmal werden hier die Bemalungsvorschläge wunderbar dokumentiert, das Ganze mit natürlich den hauseigenen Farben. So, und als Bonbon sozusagen kriegen wir hier noch Informationen über den Panzer geliefert, einige Farbbilder und das Ganze in vier Sprachen, in Deutsch, Englisch, Französisch und Japanisch. Ich drehe das Ganze nochmal um, damit man das hier auch nochmal sehen kann. Also das ist wirklich, wirklich vorbildgerecht, also besser geht es fast nicht. So, und dann hat Tamiya noch was dabei. Ich drehe das eben einmal um. Und zwar liefern die bei jedem Bausatz mittlerweile Standard einige Fähr- und Bearbeitungshinweise, ganz allgemein gehalten zum Plastikmodellbau. Und auch das ist wunderschön. Das könnte andere Hersteller auch mal zum Nachdenken anregen. Gut, dann wären wir damit fertig. So, dann kommen wir zu den Kunststoffteilen. Da haben wir hier ein Spritzling mit Namen C. So, und damit man mal Tamiya verstehen kann, wirklich was sie so drauf haben, gehe ich gleich mal ein bisschen näher ran. Das sieht nämlich nicht sehr spektakulär aus.
aber ich hoffe, die Kamera kriegt das rein. Und zwar, um sich mal die ganze Kunstfertigkeit der Japaner anzugucken, dann muss man sich mal wirklich dieses Metall angucken. So, und da ist wirklich dem Original nichts im Nahestehen. Das ist die bestgemachteste, raueste Oberfläche, beziehungsweise diese gegossene Oberfläche, die ich bis dato kennenlernen durfte. Und das ist richtig, richtig klasse. Also da hat Tamiya wirklich 5 gerade sein lassen und dem Modellbauer hier wirklich eine richtig schön gemachte Gussstruktur oder ich sag mal raue Stahlstruktur mit an die Hand gegeben. So, Spritzling durch. So viel Spritzlinge haben wir auch nicht. Wie gesagt, so ein großer Bausatz ist das auch nicht. Den Spritzling hier, den haben wir zweimal. Dann kommt einmal weg und ich zeige euch den erstmal von dieser Seite. So, und hier ist die Besonderheit, ich hoffe, das kann man schön sehen, dass das hier schön wellig dargestellt ist. Das heißt, wir haben einen leichten Kettendurchhang und dankenswerterweise hat uns Herr Tamiya aus Schützehoka das schon als Segmentketten mitgegeben, weil ihr seht hier die kleinen Teile, die ihr drum legen müsst, das ist wirklich Strafarbeit. Und wer jemals ein Panzer 1 Kette Einzelglieder zusammengebaut hat, der weiß, was das wirklich für eine Höllen, ja, ich sag mal, SCH-Arbeit ist. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr vorbildgerecht. Genauso wie in diesem Bereich hier, dass die Teile einzeln daherkommen. Das lässt sich relativ schwer sonst darstellen. So bekommen wir hier ein, ich drehe es mal ein bisschen um, ein wirklich dünn gemachtes Kunststoffteil, was aber von der Maßstäblichkeit dann nichts im Abschluss steht. Was auch sehr schön gemacht ist in meinen Augen, das sind hier auf diesen Rollenwagen, das sind hier die Federn und auch die ganze Detaillierung hier. Das Ganze wurde sehr schön wiedergegeben. Man hat ja das Original im französischen Panzermuseum in Saumur und ja, das ist man mit einer Truppe hingereist, hat sich das Ganze angeguckt, hat das vermessen, hat das wiedergegeben und das ist richtig schön gelungen, meiner Meinung nach. So, hier haben wir nochmal diese schön gemachte, ja, Gussstruktur. Das ist richtig schön. Wie gesagt, ich denke, man hört es, also gefällt mir sehr, sehr gut. Der Einmannturm wurde auch hier sehr schön wiedergegeben. So, dann habe ich hier zwei kleine, einsame, verloren gegangene Polycaps. Und dann komme ich hier auch schon zum letzten Spritzling. Da haben wir nochmal ein paar Laufwerksteile, dann die Figur, ein bisschen Werkzeug. Ja, alles recht typisch, alles sehr französisch, so wie es sein soll. Denke ich mal, da gehe ich auch nochmal gleich näher ran. Die Besonderheit vielleicht an der Figur, die wurde nochmal überarbeitet. Das ist jetzt nicht exakt die Figur, die wir beim Char 1B bekommen haben, sondern die wurde tatsächlich nochmal ein bisschen, ja, schicker gemacht. So, da sind wir schon fast wieder durch. Aber was wäre wir ohne die Nassschiebebilder? Auch hier bewährte Tamiya-Qualität. Das kann man, ich weiß nicht, ob das die Kamera reinkriegt. Also wir haben fast absolut keinen Trägerfilm, der irgendwie sichtbar ist. Wir haben richtig schön gemachte Farben, satte, ja, Nassschiebebilder, zwei Varianten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ein bisschen tricky könnte es eventuell sein mit der scharf abgegrenzten Tarnung, aber da kann man sich sicherlich einlesen, ein bisschen in sich geht und dann sollte das auch machbar sein. So, meine lieben Freunde, kommen wir zur Schlussbetrachtung. Also hier bekommen wir unter 28 Euro einen wirklich absoluten Spitzenbausatz, der gar nicht viel Zubehör benötigt. Wir haben die Segmentkette, die ja dankenswerterweise als Segmentkette geliefert wird. Wir bekommen zwei Nassschiebevarianten. Eventuell könnten da ja nochmal Nachlieferer irgendwas anderes machen oder vielleicht noch ein bisschen Add-on. Ich kann mir vorstellen, dass es auch französische Firmen gibt, die sagen, da gibt es aber noch das und das zu verbessern. In meinen Augen ist das so okay, der Preis ist gerechtfertigt. Thomas und ich haben uns sehr gefreut darüber, dass wir auf der Messe in Nürnberg doch tatsächlich noch von echten Neuheiten überrascht worden sind. Tamiya ist eine davon, die andere war die Firma MiniArt. Von mir beide Daumen dafür hoch. Dann sage ich euch ein dickes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich immer über Lob, Kritik, Anregung, was auch immer. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Christian.